Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, wir müssen irgendwelche Boote verbrennen. Steht zumindest da. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, ja. Hier gibt es aber noch ein Buch für uns. Oh, und hier gibt es noch ein paar andere Kollegen für uns. Ach was, wäre sehr hier. Ja, wieso stirbt er nicht? Okay, dann nicht. Da gibt's hier was. Was haben wir da? Brief? Mit einer Krähenfeder, lieber Tan Wildswit. Ich bin sicher, dass der Krähenmeister Blutburt vorhat, seine Krähen gegen mich einzusetzen. Das ist ein Krieg, nicht weniger. Ich habe begonnen, die Krähen, derer ich behaft werden kann, zu opfern. Im Bauch einer Krähe fand ich Silber. Ich werde diesen Krieg gegen unseren Krähenmeister gewinnen. Ja. Wen interessiert's, hä? Ja. Wie ballert der auf uns her? Ha? Sieht uns ja nicht mal. Na komm her. So, schauen wir mal in Richtung Buch, würde ich sagen. Vielleicht irgendwas Sinnvolles hier? Nein, er läutet die Glocke. Nichts an die Glocke läuten. Wir brennen gerade und ich sehe überhaupt nichts. Nichts damit Glocke läuten, Junge. So, Buch ist irgendwo da oben. Sollte in der Nähe der Schiffe sein. Bin unterwegs. Okay.
Offizielle Schreiben. Werte Männer von West Texas, um uns Sachsen vor den Anschlägen dänischer Langschiffe zu schützen, habe ich den Plan, es Sonnenöl zu lagern. Gießen wir Öl von unserer Brücke, um ein flammendes Inferno in ihre Seelen zu pflanzen. Wir müssen Hehl mit der Höhle trotzen. Feuer und Frevel werden uns retten. Hauptmann, okay. Überraschung. So, wo ist jetzt mein Buch her? Immer noch weiter oben hier. Ich höre es schon. Ja. Hey. Oh. Na, hättest nicht runterfallen können? So. Ja, super, hey. Aber wenn man keinen Schlüssel hat, so, was haben wir da? Brandpulverballe, den haben wir sogar gerade irgendwie so equipped hier. Er hier. Verbesserung: Das Pulver kann sich ein zweites Mal entzünden. Okay. Ego. Mehr Sniper-Spiele als alles andere, hä? Na was. Ja, na toll, hä? So weit kann ich wieder nicht rüber zielen, ne? Jetzt die schicken wir sie auf den Grund. Okay, dann Burn Ship, Burn. Nein, no! Nicht das neue Leder. Ja, nicht das neue Leder hier. Ja, geh mal aus. So, warum? Zum Lager zurückkehren. Ja, ja. Aber wie kommen wir da noch rein, hier? Okay, da mal nicht. Clint, ich muss auf die andere Seite. Ja. Oben vielleicht. Oh. Das Ganze wieder für einen fucking Kupfer-Nickel-Barren, oder? Ja, was auch sonst. So. Machen wir das Ding da auch noch schnell kaputt. Und
Jetzt muss ich ernsthaft da wieder hoch, komme ich nicht raus? Naja, oh ja, ne? Einfach wegporten. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin, okay. Ach was, geht nicht, scheiße. Ehrlich? Okay, dann halt nicht. Jetzt? Auch nicht. Na gut. Dann laufen wir halt. Oder reiten wollte ich sagen, aber hier geht auch nicht. Bam! Ding der Giftdrohne. Ah ja. Komische Oster-Event ist vorbei. Macht eh nichts, weil eh. Ja, langweilig. So, hast du irgendwie neue Infos für uns, Kollege da? Ich weiß, nicht umsonst. Nein, hast du nicht, okay. Dann schauen wir, was dort abgeht. Na gut, befreien wir sie mal. Du da, bitte hilf mir, ihn zur Vernunft zu bringen, ja? Ist das deine Tochter? Warum hast du sie gefesselt? Weil sie wegrennt, wenn ich es nicht tue. Diese Fremden mit ihren blöden Fragen. Mein Vater glaubt, Afang der Schreckliche, das teuflische Seeungeheuer, hätte unsere Höfe überflutet. Mein Opfer soll ihn besänftigen. Wir glauben nicht, wir wissen. Godfrey hat Afang mit eigenen Augen gesehen. Also willst du deine Tochter in den See werfen, in der Hoffnung, dass das Untier deine Opfergabe annimmt? Er wird sie ertrinken. Wenn du es so sagst, klingt es natürlich irgendwie dumm. Seht, da ist er! Er kommt aus dem Wasser! Seht ihr nicht seine teuflischen Flossen? Wo? Wenn ich du wäre, würde ich fliehen. Dein Vater ist irre. Danke. Aber solange nicht bewiesen ist, dass dieser Dämon nur Treibholz ist, dürfte ich trotzdem ein nasses Grab finden. Okay, was? Seeungeheuer, Dämonen. Hier ist doch irgendwas faul. Ja, würde ich auch sagen. Keine Ahnung. Der dort oder was? Irgendwas unter Wasser? Was haben wir da? Das ist also ihr Seemonster. Ich werde etwas suchen, das beweist, dass es nur ein Wrack ist. Das dürfte sie überzeugen, das Mädchen Afang nicht zu opfern. Okay. Also er sieht einfach nur ein untergegangenes Schiff oder irgendwie so in die Richtung, keine Ahnung. Er ist halt komplett irre.
das nichts als Treibholz? Euer Seemonster war nur ein versunkenes Schiff. Was? Aber das hätte ja jeder Depp, der schwimmen kann, entdecken können. Nichts für ungut. Ich hab ihm gesagt, dass da nichts ist. Aber er wollte nicht hören. Halt's Maul, du Narr. Er meinte, du nervst ihn Tag und Nacht. Beschwerst dich, weil er trinkt und nennst ihn einen Faulpelz. Vater, du wusstest es, dass da nichts ist? Und das war deine Lösung, um mich loszuwerden? Du bist so schlimm wie deine Mutter. Nichts ist jemals gut genug. Ich kann es nicht mehr hören. Eine aufwendige Täuschung für so ein kleines Problem. Das ist unverzeihlich. Du wolltest mich ermorden. Du verdienst Wiedergutmachung. Fälle dein Urteil und ich vollstrecke es. Danke, Fremde. Geh, Vater. Verlasse mein Heim und mein Leben. Deine Taten haben mich zur Waisen gemacht. Und wisse, wenn du jemals zurückkehren solltest, wirst du für deine Schandtaten büßen. Komm, Griselt. Lass mich dein Feld sein. Lebe wohl, Griselt. Frei von den Missetaten deines Vaters. Na schau, wieder mal eine Familie zerstört. Aber dafür zwei Fähigkeitspunkte bekommen. Jetzt haben wir schon 6, hä? Okay. Ja. So, was gibt's hier wieder? Okay, irgend so ein... Dinge zum kaputt machen, oder? Wenn wir nicht hier drinnen. Wenn ich nicht mehr so dunkel wäre. Oh, da geht's auch runter. Kriegen wir dich irgendwie noch weiter weg, ha? Huh? Ah ja, weg. Gut, das Land kann wieder aufatmen. Das Land kann wieder aufatmen. Und wir haben 180 XP bekommen. Ein Wahnsinn. Ja, na dann schauen wir mal, was dort noch abgeht. Was labert er? Also müssen wir irgendwen finden oder so, oder? Oder was, Villa? Ich muss sehen, was du siehst. Keine Ahnung. Hey,
Ja, rede mal. Verbuggt, ha? Keiner da, ha? Ja, okay, dann. Dann halt nicht, hey, was? Keine Ahnung. Wenn er nicht mit uns redet. Scharf, aber nicht wie ein glückliches. Ach so. Nein, scheiß Wölfe, lass das Schaf in Ruhe. Nein! Okay, bist du Phantom? Hallo, Sharp. Ja, und jetzt? Bist du Phantom? Dein Herrchen ruft nach dir. Vielleicht kommt es, wenn ich pfeife. Es klappt. Das Schaf folgt meinem Pfeifen. Komm, wir bringen dich nach Hause. Du willst doch nach Hause, oder? Oder? Ja, nice. 4 Wölfe getötet für ein Schaf. Das ist eine gute Rechnung. Ein Glück, dass ich gerade da war. Ich mag Wölfe auch nicht. Hey, komm her. Komm her. So, da ist er. Da bist du ja, Phantom. Du bist mir zum letzten Mal entwischt, du wandelnde Hammelkeule. Nein, hau den jetzt um. No. Oh. Oh nee. Na toll. Armer Phantom. Der ganze Aufwand nur, damit du das arme Tier schlachten kannst? Ein Mann wie ich kann sich kaum leisten, ein Schaf zu schlachten. Aber der Aldermann verlangt es und ich muss Folge leisten. Aber nur unter uns. Ich wollte dieses Mistvieh schon ewig umbringen. Phantom war eine unglaubliche Nervensäge. Jedenfalls hast du mir einen Dienst erwiesen. Oh Mann. Nimm etwas Fleisch zum Dank. Der Aldermann wird es nicht merken. Dann gibt es heute Hammelfleisch. Leb wohl. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich mit Phantom abgehauen. Armer Phantom. Naja. 1200 XP wenigstens für Phantom bekommen. Da laufen überall Phantoms herum, hä? So, schauen wir mal, was die Kollegen jetzt sagen. Hallo. Tja. Boah. Aldermann Hunwald, du bist meinem Ruf gefolgt und er ist dein Vater. Svanhild sendet ihre Grüße. Meine Geliebte. Ihr Name sei meine Flamme der Hoffnung, denn ich gestehe, mein Magen dreht sich beim Gedanken an die Schlacht. Kämpfen ist einfach. Sieh deinem Gegenüber in die Augen
und schlage eine Axt dazwischen. Ja, ich erinnere mich wieder. Naja, ich habe jedenfalls die besten Bogenschützen von Lincolnshire hierher gebracht. Gut. Mögen Sie den Tod über die Köpfe unserer Feinde regnen lassen. Danke, Hunwald. Sehr gut. Birstan, schön, dich wiederzusehen. Was macht die Familie? Alfida versorgt mein Haus und mein Herz. Sogar den zeternden Edred hat sie um den Finger gewickelt. Und Elurik? Ist er heimgekehrt? Ich höre nur Geschichten von einem stürmischen Mann, der sich in Metstuben prügelt. Uns bleibt nichts übrig, als weiter zu hoffen. Das tut mir leid zu hören, aber ich danke dir für deine Hilfe. Ich bringe dir einen Rambock unübertrefflicher Handwerkskunst. Ihre Tore werden nicht lange standhalten. Ein wohlüberlegtes Geschenk. Ich werde es zu nutzen wissen. Kämpfe mit Schwert. Wann hätte ich das je... So, wo ist unser... What? Achso, na. Das dachte ich schon irgendwie in 1200 Meter oder irgendwas, aber das ist nur so ein anderes Ding. So, passt ihm. Ja, lass die anderen in Ruhe. Du hast für ein ordentliches Durcheinander gesorgt. Fulkes Männer verhalten sich wie kopflose Hühner, weil sie nicht wissen, wo du zuschlägst. Hortkester hat weder die Vorräte noch die Streitmacht, um uns aufzuhalten. Und du hast genug Zeit für die Ankunft deiner Verbündeten herausgeschlagen. Sogar der Bischof ist da. Wie versprochen. Ich hüte das Wort Gottes und mein eigenes Wort halte ich ebenso wie das des Herrn. Wenn nun genug geredet wurde, können wir ja etwas Blut vergießen. Eivor, schlechte Neuigkeiten. Ein Toter trug einen Brief. Fulke hat Hilfe angefordert. Verstärkung? Ein sächsisches Heer kommt von Winchester. Ich reite mit meinen Männern los und stelle sie. Wir werden sie zurückhalten, um dir Zeit zu verschaffen. Wir können den Angriff sofort beginnen. Oder willst du erst mit deinen Verbündeten reden, wenn du das nicht bereits getan hast? Warme Worte vermögen den Frost der Kampfesangst zu tauen. Wir haben keine Zeit. Wir ziehen los. Wenn die Sonne sich senkt, wird Sigurd gerettet und Fulkes Kopf auf einem Speer aufgespießt sein. Fangen wir an. Jawohl, die Schlacht der fünf Heere oder so, ha? Hallo. Gut gefangen. Na schauen wir mal, ne? Wo wir die ganzen Kollegen wirklich alle brauchen. Geschenk in Kantwareburg gefallen? Heute stirbst du, Fulke! Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst und wir das unter uns klären. Wir haben nichts zu klären. Stirb vor diesen Mauern, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Keine Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten. Dann komm! Hol deinen Bruder, wenn du kannst. Ich warte bei ihm. Folge einfach seinen Schmerzensschreien. Dann wirst du uns finden. Fulke! Tja. Wie werden die Skalden wohl von diesem Tag berichten? Sie werden sagen, dass wir eine so blutrünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt, dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern, denn heute werden unsere Namen zu Legenden. Au. Ich werde dich retten, Bruder. Podcaster. Oh Gott, ja. Boah, bricht durch das Tor. So viele Schlachten, so wenige Narben, Bassem. Was ist dein Geheimnis? Bist du bereit? So viele Schlachten, so wenige Narben, Bassem. Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Die einfachsten Ideen sind die besten. Los jetzt!
Okay, der OP Rambock vom Kollegen da, ne? Tja, die Pfeile machen uns nix. Okay, never mind. Das Ding fällt irgendwie auseinander gerade. Irgendwas mit der Belagerungswaffe. Wahrscheinlich, dass sie jetzt gerade im Arsch ist. Wegen dem ganzen Öl. Mutig voran, Krieger! Mögen sich die Raben an Sachsenfleisch laben. Okay, was ist damit jetzt? Lassen hier. Okay, komme ich da irgendwo rauf? Wahrscheinlich nicht hier. So, geht das Ding irgendwann wieder aus oder brennt es jetzt? Ah. Okay. Los, kommt! Also muss von mehreren Personen, ja, passt schon. Okay, tut sich da was oder? Keine PS, ha? Ah, bisschen wird schon kaputt, glaube ich. Okay, bisschen mehr kaputt. Oh, ganz kaputt. Jawohl. Ja, lauf mal nicht weg. Ich fühle mich gut. Ja, das ist eh völlig unnötig. Wir kriegen nicht mehr XP dafür. Wie immer. Okay. Brauchen wir da unseren Rambock wahrscheinlich? Ja, ne, oder? Ja. Oder wie zu. Kommen wir da durch? Okay, nein, doch nicht. Schwer. Ich werde mich um das Tor kümmern.
Nein, lass sie mir. Nein, ich hab's mir gerade kapiert. Ein schlechter Tag, um zu zweifeln. Brunnen! Ich ebne einen Weg! Die können mich nicht aufhalten! Macht eure Arme stolz! So, zerstöre das Bollwerk. Tor verleiht mir Kraft. So, Bollwerk zerstört. Nein, doch nicht. Au. Au. Ja, warum geht's nicht kaputt, hä? Was soll der Mist? Ehrlich? Ich schwöre, wenn der mich jetzt umhaut. So, wir kriegen jetzt den Scheiß Tor kaputt hier. Ey, wir sind Geschrei. Das ist in Sicht. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Voll nervig hier. Hast du Pech gehabt, Basim? Stirbst du halt. Da liegen wir einen Schlüssel für uns. Oha, überraschend. Ja.
nordischen Hunde sind nordischem Stahl nicht gewachsen. Sigurd muss in der Nähe sein. Die Treppe hinauf. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Fulke ihn gebracht? Oh Mann, ey. Was machst du da? Was machst du da? Ist Sigurds Blut? Noch frisch. Ja, okay. Okay. Sigurd. Jeden Teil deiner Folter wird Fulke zehnfach erleiden. Okay, wieso? Können wir weggehen? Ja, die laufen, Kirche. Ne? Dorthin muss Fulke ihn gebracht haben. Komm, Basim. Stell dich, Fulke. Deine Feigheit beschäftigt. Ich fühle mich schon stärker. Oh, komm her. Diese Tür erfordert die Kraft von Zweien. Los, hilf mir mal. Nein! Fulke! Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Nein! Nein! Bruder! Bruder! Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück, Bruder. Ich verspreche es. Oha. So, hör auf zu weglaufen endlich. Verkriechst dich vor mir, wie eine Ratte im Dunkeln, Fulke? Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier! Unsere Sprache ist der Tod! Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Na schau. Endet hier. Schade. Jemanden mit so viel Potenzial. Wo bleiben deine schlauen Worte, Paladin? Wenn du deine Augen nicht im Licht führst, dann grabe ich dich ins Dunkel. Aha.
mischst dich ein, obwohl du nicht verstehst. Headshot. Was du sprichst, ist Irrsinn. Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Und du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Warum killt sie ihn dann? Ey, haut nicht ab. Hau nicht ab, hier. Volke! Verdammt, seist du! Hinterher! Volke! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Hahaha! Rührt sie nicht an! Sie gehört mir! Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Willst du sie mit so einem scheiß Grabstein umhauen, oder was? Schaut so aus, okay? Ach was. Menschen je schaffen konnten. Und du, Eivor, du musst all das fortführen. Sigurd. Na bitte! Ausgeschaltet! Ich kann gehen. Lass mich. Lass mich gehen. Sigurd. Eivor. Wie... ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen, wütender. Was hat sie dir angetan? Eivor! Wir haben sie so lange es ging aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Bogenschützen, los!
Die war es jetzt, oder was? Ich wäre irgendwie langweilig mit das Spiel, so dass ich jedes Mal am Einschlafen bin oder keine Ahnung. Waren das jetzt alle? Wir haben sie vorerst zurückgedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit den Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Oba, bis wir uns wiedersehen. Na, sehr gut. 10 Silber. Und 2 Pünktchen, na gut. Werden wir irgendwie auch mal vergeben, ha? Huh? Irgendwie habe ich überlegt, ob wir nicht dieses Doppelwaffen-Dingens da nehmen. Achso, haben wir glaube ich schon. Ist sehr gut. Tja, was haben wir denn da noch nicht, ha? Huh? Schild, Flegel. Gift. Fernkampf, Kopfschussschaden, Attentatschaden. Ja. Na, sehr gut. Oh, Kopi-Stolch? Ist das vielleicht so einer? Wo ist er? Wo ist er? Kritische Chance wird nach einer Tötung erhöht. Na, das ist aber nicht der, oder? Kopi-Stolch, da ist er. Der ist es, genau. Jeder kritische Treffer stellt ein wenig Gesundheit wieder her. Den werden wir jetzt mal nehmen. Und den werden wir auch. Wo müssen wir eigentlich hin? In unsere Siedlung, oder? Yep. Den werden wir auch gleich mal upgraden, hä? Der ist nämlich richtig geil. Also halt, ja. Life Leech halt mit kritischen Treffern so ungefähr halt, ne? Und. Soll ich ihn in die Main Hand oder in die andere, hä? Wo ist unser Chef Miet, hä? Die Handschrift ist viel zu schwer zu lesen. Na gut, wahrscheinlich sind irgendwie alle da oben versammelt oder so, nehme ich an. Bisschen Adrenaline. Alle wieder happy, dass er da ist, wahrscheinlich. Ja,
Jarl Sigurd, zurück an deinem Platz. Oh, wie habe ich dich vermisst, Bruder? Mich vermisst, ja. Das glaube ich gern. Was? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. War das der Grund? Hat es dir gefallen auf meinem Thron? Oh mein Gott, Till. Ich tat, worum du mich gebeten hast. Und alle Zweifler hast du getötet. So ist es nicht gewesen. Randvi, Randvi wird es dir sagen. Ah ja, wird sie? Meine liebe Frau. Ein Geschenk ihres Clans, um meinen Ehrgeiz zu zügeln. Ja, sie wird mir ganz sicher die Wahrheit sagen. Was hat dir die Drude Fulke angetan? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gesehen habe. Und erfahren. Ein Kind der Götter, das bin ich! Herr des Krieges! Ein römischer Mars! Ich weiß, wer ich bin, kenne mein Schicksal! Du stehst mir nicht mehr im Weg! Bist du behindert, Junge? Bruder. Vergib mir. Ich bin müde. Der Tag war lang und es ist viel geschehen. Ich muss raus hier. Dann werde nur noch eins und stummel hier. Ja, ja. Schon seit seiner Rückkehr. Kannst du mit ihm sprechen? Ihn beruhigen? Ich versuch's. Hört nur, hört! Frohlocket, ein jeder von euch. Heute ist ein Tag zum Feiern. Unser Jarl ist zurück. Lasst uns heute Nacht trinken und essen, um seine Rückkehr gebührend zu ehren. Randvi, Sigurd hat so viel durchgemacht. Hab Geduld mit ihm. Natürlich. Ich kann mir die Grausamkeit dieser Fulke kaum ausmalen. Trotz ihrer Boshaftigkeit schien sie zu mögen. Ich weiß, wie seltsam das klingt. Wie meinst du das? Sie behauptete, ihn zu kennen und zu bewundern. Sie sagte, er wäre größer, als uns klar sei. Trotz allem folterte sie ihn an den Rand des Wahnsinns und fast zu Tode. Ich verstehe nicht, wieso. Irgendwann wird sich Sigurd erholen. Und dann wird er vielleicht darüber sprechen. Bevor es soweit ist, solltest du besser alle Gedanken über uns für dich behalten. Natürlich. Es ist nicht die richtige Zeit. Ich fühle weder Schuld noch Reue für das, was wir getan haben. Aber wir sollten vorsichtig sein. Du hast recht. Danke. Vergiss nicht, egal wie weit wir voneinander entfernt sind. Ich denke an dich. Ich weiß. Mir geht es genauso. Na süß. So, was hast du zum Sagen? Basim, gesellst du dich zu uns? Ich werde sicher bald feiern. Doch heute Nacht fühle ich Schwermut. Ich möchte lieber hier allein meinen Gedanken nachhängen. Ich verstehe. Nimm dir Sigurds Stimmung nicht zu Herzen. Er sprach voller Wärme von dir auf unserer Reise. Er vertraut dir noch immer viel mehr, als er auszudrücken vermag. Wir vertrauen einander. Ich weiß. Genieße das Fest, Eivor. Okay, du. Keine Ahnung, wer du bist. Wer bist du? Rolf, welche Überraschung. Du bist bereits zurück aus dem Frankenland. Geht es Estrid gut? Aber ja. Als wir zurückkamen, hatten wir ein paar schwere Wochen, aber sie ist bei ihrer Familie und es geht ihr gut. Ich suche derweil nach einem neuen Abenteuer. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, dass ich es hier bei deinem Clan finde. So ist es. Du bist hier bei uns willkommen und wirst gebraucht. Such dir eine Bleibe. Wir segeln in Kürze los. Okay. Hast du noch was zu sagen? Randvi. Hast du schon mit Sigurd gesprochen? Noch nicht. Aber bald. Okay, und jetzt? Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Okay, so, und wo ist unser Chef Schmied, hä? Wo ist
Sigurd hin? Mir egal, ich will unseren Schmied finden, ne? Ich will unseren Dolch upgraden. Keiner da, ha? Scheiße. Was siehst du? Tja. Okay, wo ist er? Wo ist er? Zum Friedhof. Seine Stimmung ist düster. Da bist du ja, Bruder. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sigurd. Starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an, aber... Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor, in einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neu geboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor. Doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen. Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es ja verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich... weiß nicht, was das bedeutet. Sieh, das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig, doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh. Ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten. Ja, aber das Größen wahnsinnig hier. Für mich. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Was für eine frohe Kunde, hey. Aber dann machen wir einen neuen Brief. Und wir's dann. Aha. Grüße, Eivor. Ich schicke dir ein kleines Geschenk. Sicher wird dir dieser Bogen gefallen. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Du halbst mir dabei meinen Weg und die Verbindung zu Alfida wiederzufinden. Das werde ich nie vergessen. Danke, Eivor. Okay, der Elanbogen. Fähigkeitenschaden wird durch aufeinanderfolgende Treffer vorübergehend erhöht. Naja.
So, ist der Kackschmied jetzt wieder da hier? Dieser faule Bastardo, der nichts arbeitet? Der nicht. Oh, ich glaube, er ist wieder da, oder? War das nicht der Scheiß Schmied? Soll ich dir etwas schmieden? Guten Tag. Ist Gunnar nur kurz weg oder verreist und hat das nicht erwähnt? Ich bin Rima. Gunnar ist ein Freund von mir. Er bat mich, sein Geschäft zu führen, während er fort ist. Schön, dich kennenzulernen. Es ist seltsam, Gunnar nicht in seiner Schmiede zu sehen. Also, soweit ich weiß, hat er einen triftigen und schönen Grund für seine Abwesenheit. Und somit bin ich hier. Wenn Gunnar dir vertraut, werde ich das auch. Dann hast du wohl einen guten Geschmack. Ja, sag mal lieber, wo er hin ist, hä? Hat sie nicht abgemeldet bei mir? Was kannst du mir heute... Na gut, so. Ja. Professor. So, können wir nochmal verbessern? Ja. Okay, Dreh. War es das? Jo. Bis bald. Dann werden wir dich upgraden. Tja, kann man Oh, verdammte Scheiße. Ah, müssen wir einmal zum Händler und einmal einkaufen. Nee, übertrieben hier. Ich habe nie irgendwie wirklich was geupgradet und trotzdem haben wir kein Zeug hier. Ich habe hier ein. Ja, ja, ja. Das ist ja, schon geschenkt. Nein. Dann. Ja, eine gute Wahl. Leder. Wollen wir, glaube ich, Leder eh genug haben, aber ist egal. Und Eisenerz, davon haben wir nicht genug. Was solltest du kaufen? Irgendwie müssen wir ja interessieren, irgendwie. Na los, trau dich! So doppelt. Zwei Doppelhandwaffen. Bei zwei Handwaffen irgendwie, ne? So, ja, halt's Maul. Ah, das war die falsche. Okay, so, keine Ahnung. 95 Angriff, was hat unsere Axt? 130, scheiße. Was hat er? 141. Aber gut, wir können ja dann noch irgendwelche Runen reinballern. Ja. Okay, schlecht, ne? Was haben wir da noch? Gefallene Gegner werden durch schwere Treffer vergiftet. Gefallene Gegner werden schwer vergiftet. Block. So crappy alles hier. Was haben wir in der? Nein. Tempo wird nach Blocks erhöht. Ja, toll. Haben wir eh nicht hier. Also kann man ja gar nichts reintun. So, was machen wir da? Oh, kritischer Schaden hört sich gut an. Schmiedehammer. Fuck hier. Der. Okay. Was haben wir dann noch? Kopfschaden. Schwerer Schaden. Attentatschaden. Leichter Schaden. Kritische Chance. Jo, in der Axt. Die haben wir gerade aber eh nicht. Oh, 8 kritische Schaden. Haben wir noch eine bessere? Nein, haben wir eh nicht. Okay. Kann ich da eigentlich irgendwas reintun? Nicht wirklich, ja? Wie kommen wir irgendwie an solche Runen? Brauche ich irgendwie mehr. Naja. Hm.
Soll ich die mal irgendwie switchen hier? Wo ist er? Okay. Naja, er macht halt weniger Schaden, es hat aber deutlich mehr Tempo, ist eh klar. Ja. Ich probier's dann einfach mal irgendwie. In der Main Hand jetzt irgendwie den Hammer und in der Offhand oder whatever halt. Dolch. Keine Ahnung. Na gut, Freunde, ich mache jetzt hier wieder Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal.